was es braucht. Krümel auf dem Tisch dort, zwischen Glas und Kanne. Was braucht es, euch zu sehen, wie ich's jetzt tue? Genau dasselbe braucht die Frage, um es zu entstehen. Blut, Geschrei, ein Atem holen, fast mit der Nabelschnur erwürgt. Verkackte Windeln, Hosen braucht es, die Angst im Dunkeln, ganz allein. Die Angst vor anderen, vor der Kloppe, Angst vor Schule, Zeugnissen. Die erste Lust auf Mädchen braucht es, Gewissensbiss beim Masturbieren, die Oma tot im Himmel schaut. Den Suff, den Freundschaftsjubel braucht es, per Anhalter mit Zelt und Hasch. Es braucht die Doors und Rilke braucht es, Ben, Beethoven und Hölderlin, die Sehnsucht einmal weise und erlöst zu sein. Den Kampf und Krampf zu schreiben, dichten braucht es, am Rand des Wahnsinns, wohl nicht nur am Rand. Den ersten Kuss, Hormone braucht es, an Frauenschenkel streifend Hand und Mund. Den Umzug in die Großstadt braucht es, den Rausch auf Straßen, Plätzen, Verträge fremden Leuten anzudrehen. Die eigene Wohnung, Blind Dates, Cocktails braucht es. Es braucht den Date, bei dem es so seltsam funkt, dass man zusammenbleibt und ich zusammenziehe mit Frau und Hund und Hamster. Oft streitend und versöhnt, der Hamster längst verstorben, der Hund heult immer noch. Das schmutzige Geschirr dann schließlich braucht es, vorhin von mir gespült, die Stimmung, die dann kam. Mein Fertigwerden mit dem Spülen braucht es, mein Setzen an den Tisch, auf dem ihr Krümel liegt, dort, zwischen Glas und Kanne, wo ich euch sehe mit meinem Weltwahrnehmungsapparat, nachts um 12:30 in einer Küche in Berlin.